mache gerade Focaccia fürs E-Book. Ich bin fleißig im E-Book-Rezepte filmen und dachte, ich nehme mich ein bisschen mit. Wir haben gerade gefrühstückt und jetzt mache ich Focaccia für heute Abend. Sonne kommt raus. Ich habe ein bisschen fertig gemacht und habe gerade ein Reel für Instagram gefilmt. Falls ihr diesen Trick noch nicht kennt, ich hatte Sahne übrig. Nehmt die einfach so eingefroren in so kleine Eiswürfelförmchen. Dann kann man die so portionsweise dann quasi aus dem Gefrierschrank nehmen. Das funktioniert wirklich richtig gut und ist auch echt ein richtig guter Spartipp. Es wird nichts weggeworfen, Leute. Es wird nichts weggeworfen bei uns. Kann wirklich alles noch gut verbrauchen. Ich mache das auch manchmal mit Zitronensaft. Wenn ich irgendwie in Urlaub fahre und habe Zitronen übrig, bevor ich die wegwerfe, friere ich die Zitronen, presse ich die aus und friere die dann in so Eiswürfelförmchen ein. Also das ist auf jeden Fall immer gut. Und ich finde, nicht nur wegen Geld sparen, es ist einfach auch schade um die Lebensmittel. Und dann versuche ich das immer alles aufzubrauchen. So, das ist jetzt mein Focaccia. Das geht jetzt in den Ofen. Sieht schon lecker aus. Wir machen heute Abend so einen schönen gebundenen Salat und dann mache ich das mit dazu. Mmh. Schmecke gute. Ich habe gerade den Kleinen vom Kindergarten abgeholt, beziehungsweise von der Spielgruppe. So in den Regen gekommen, oh Mann. Und die Oma ist gerade da. Der geht jetzt in die Badewanne und da gehe ich gleich mal mit. Ja? Was habe ich hier? Ich habe gerade genascht. Für den Kleinen noch so ein bisschen Käsekuchen. Ich hatte den Käsekuchen gebacken vor ein paar Tagen. Noch so ein Stückchen und einen Snackteller für die Badewanne. Und dann machen wir uns jetzt gemütlich und trinken warmen Tee und chillen erstmal eine Runde. Erstmal runterkommen und ein bisschen aufwärmen. Jetzt eine schnelle Spaghetti-Pfanne gemacht. Ne? So ein bisschen mexikanisch. Richtig lecker, glaube ich, wird das. Ich habe noch so viel Spaghetti übrig. So, da haben wir hier noch ein bisschen Chipotle-Soße. Und Joghurt drauf gegeben. Oh, es beschlägt. Es beschlägt. Und ich mache noch ein bisschen Salz dazu, glaube ich. Braucht es noch, aber schmeckt ganz lecker. Kann man gut machen. Jetzt gerade mal kurz ins Büro verkrümmelt. Ich wollte noch ein bisschen was am Computer arbeiten. Und habe mir so einen Protein-Eiskaffee gemacht, weil ich irgendwie Hunger habe, ein kleines Hungerchen. Und aber auch einen Kaffee wollte. Und dachte ich mir, das geht gut. Und ich bin gespannt. Ich verkaufe gerade ein paar Sachen bei dieser Selpi. Kennt ihr diese Flohmarkt-App? Habe ich noch nie probiert. Es hat auch ewig gedauert. Ich habe das da eingeschickt. Das ist keine Kooperation, die man auf Kooperation nennt. Aber ich habe das da eingeschickt, habe die Tasche selber gekauft. Und das hat irgendwie ein halbes Jahr gedauert. Jetzt haben die das da online gestellt. Und ich bin mal gespannt, ob da was geht. Weil ich echt... Oh, Vinted. Leute, Vinted ist so anstrengend. Deshalb habe ich gar nicht so Bock, das alles selber zu machen. Na, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, ich spinne. Es hagelt. Also das Dreck, aber es hagelt. Also heute hat das Wetter aber alles zu bieten. Eieieiei. Süß. Merkt man, dass Oma im Kindergarten arbeitet. Und deshalb immer die besten Bastelideen hat. So, die zwei spielen gerade im Kinderzimmer. Ich dachte, ich nutze mal kurz die Gelegenheit, da können wir ein bisschen quatschen. Aber es ist so dunkel. Sorry, ich habe auch irgendwie mein kleines Licht gerade nicht da. Also müssen wir ein bisschen mit näher an die Scheibe ranwühlen, Leute. Warte mal, ich komme noch ein bisschen näher vor. Ist auch geil. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. Es hat gerade so krass gewittert. Hallo? Weiß gar nicht. Ist ja noch gar kein Sommer und trotzdem hat es so krass gewittert. Naja, ein Thema, über das ich so gerne nochmal sprechen wollte in dem Video, da habe ich mir jetzt in den letzten Tagen irgendwie, habe ich mir ein paar Gedanken drüber gemacht, ist das Thema Minimalismus. Ja, Minimalismus, Nachhaltigkeit, alles so um dieses Ganze drumherum. Ich habe ja eine Zeit lang da total viel dazu geteilt und dann irgendwie jetzt nicht mehr im Zuge von diesem, auch zum Thema Slow Living und ist es ja natürlich auch ein Teil davon und ich wollte einfach jetzt nochmal ein bisschen darüber sprechen. Thema Minimalismus war ja auch so ein bisschen so ein Trend, auch gerade so auf Social Media hat man das viele gesehen, dass viele so einfach ja dazu was geteilt haben, gepostet haben und das hat aber dann auch so zur Folge, dass es da immer total viel Kritik gab zu diesem Thema, auch bei mir oder Kritik bzw. Nachfragen und es ist wie mit allem so, beim Minimalismus ist auch dann wieder so eine Challenge entstanden und ich habe das mitbekommen bei einer Frau, der ich folge auf Instagram, die heißt
Frau Wonnevoll, die kennt ihr bestimmt, wenn ihr euch mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Das ist diese, da gab es auch mal eine Doku über die im Fernsehen, das ist diese Familie, die zu fünft in der Einzimmerwohnung gewohnt hat und das irgendwie alles so ganz clever umgebaut hat und so total sympathisch. Und die teilt viel zu dem Thema und die sind aber jetzt umgezogen, weil sie irgendwie aus ihrer Wohnung raus mussten und wohnen jetzt in einem kleinen Häuschen. Und da gab es super viel Kritik von Frau, die gesagt hat, jetzt seid ihr ja gar keine Minimalisten mehr. Oder auch wie in meinem Fall, dass Leute dann gesagt haben, wo bist denn du eine Minimalistin? Guck dich mal um, du hast doch mehr als 5 Follower, du hast dies, das. Und mich hat das dann auch, dieses ganze Thema, ich hatte dann auch irgendwie nicht mehr so Lust, mich damit so zu beschäftigen und beziehungsweise das, was dazu zu teilen, weil mich dieses, also der Minimalismus, so wie man das halt so gezeigt kriegt, es hat mich total gestresst. Mich stresst es, wenn ich weiß, ich darf irgendwie nur 5 Pullis haben, ich darf irgendwie nur das haben, ich muss immer alles aussortieren und so. Ich mache das ja, ich sortiere ja total viel aus, ich misse total viel aus, einfach weil wir eine kleine Wohnung haben, weil wir wenig Platz haben. Und ich das auch mag, nicht so viel Kram zu haben, aber einfach so diese starren Regeln, das stört mich. Und jetzt habe ich mir so in letzter Zeit ein bisschen Gedanken darüber gemacht, da dachte ich mir so, ja Moment mal, also wer entscheidet denn das eigentlich, was jetzt minimalistisch ist und wer jetzt Minimalist ist und wer jetzt irgendwie sich zu diesem Themengebiet äußern darf und wer jetzt da einfach irgendwie dazu was teilen darf, seine Gedanken und so teilen darf. Das ist ja einfach irgendwie totaler Quatsch und diese Challenge, so wenig wie möglich zu besitzen und auch so diese Ästhetik, die damit einhergeht. Ja, wenn wir das bei Instagram und so sehen, das ist ja so eine ganz spezielle Ästhetik vom Minimalismus. Und es ist aber auch, natürlich steckt da auch Konsum dahinter, denn es ist ja irgendwie auch immer so, denken alle immer so, ja, die Minimalisten, die kaufen ja nichts und die besitzen nichts und die haben nichts und du darfst gar nichts in die Richtung teilen. Was dann natürlich totaler Quatsch ist. Das stimmt ja nun mal einfach nicht. Aber so dieser Minimalismus, wie wir es viel sehen auf Social Media und so, ist auch schon auch eine recht privilegierte Sache, weil da geht es um die Fair-Fashion-Kleidung, da geht es um die Möbel und das wird sich dann die sagen, ja, ich habe mir das einmal angeschafft und ich habe das dann für mein ganzes Leben. Aber ist das denn wirklich so? Also wenn ich jetzt irgendwie einer 20-jährigen Folge bei Instagram, die jetzt alles weggeschmissen hat und ihre schicken, nachhaltigen Möbel sich gekauft hat, ist das denn wirklich so fürs ganze Leben? Das ist ja auch jetzt gerade der Trend. Also diese Möbel, die die Leute haben, entsprechen ja auch der aktuellen Mode. Aber wie ist es denn in 10 Jahren? Und dann habe ich mir gedacht, zum Beispiel jetzt wie bei uns, wir haben echt, siehst du dieses Ding da hinten? Das habe ich mal nicht vom Flohmarkt, aber von so einem Outlet. Als ich damals in meine erste eigene Wohnung gezogen bin, habe ich das geholt. Es war super günstig und das ist 20 Jahre her. Wir haben wirklich Sachen, die sind uralt. Unsere Nachttischkästchen, die habe ich mit 16 auf dem Dachboden gefunden von meiner Nachbarin. Also ich weiß gar nicht, wie alt die sind. Also wir haben super viele Sachen, super viele Möbel, die wirklich total alt sind und wo auch Erinnerungen dran hängen. Und mein Mann zum Beispiel, der ist Wahnsinn, also der trägt einfach seine Klamotten wirklich ewig lange, der hat Sachen schon so, so unglaublich lange und ich teilweise auch und kaufe aber trotzdem und konsumiere trotzdem. Also was ich damit sagen will, es gibt glaube ich für mich nicht nur so diese eine Art von Minimalismus, sondern es gibt viele Wege, wie man das leben kann und wie man das machen kann. Und ich finde das immer so schade, wenn das immer so, ja, wenn da immer so eine Challenge entsteht, wer ist der Beste und dann andere Leute dann da so, ja, du darfst dich so nicht nennen und du bist da und du machst es halt gar nicht richtig und das müsste ja so und so und so aussehen. Zum Beispiel auch Leute, die nicht nur Fair Fashion kaufen, die aber total viel, also ich zum Beispiel, ich kaufe nicht nur Fair Fashion, aber ich kaufe ganz, ganz viel, größten Teil gebraucht, Secondhand. Oder habe auch teilweise Sachen wirklich schon ewig lange, schon seit 7 Jahren oder so. Also das sind die zwei Seiten und es ist auch nicht jeder irgendwie, der auch in den Urlaub fliegt, mal irgendwie eine Umweltsau, finde ich, weißt du. Also es gibt verschiedene Arten. Ich habe zum Beispiel kein Auto, ich mache alles mit dem Rad, ich mache alles zu Fuß, ich kaufe viel Bio und so weiter, bla bla bla. Fliege natürlich aber trotzdem auch mal nach Malta
schauen wir aber immer, dass es sich dann noch lohnt, dass wir dann auch irgendwie ein paar Wochen da sind und nicht die ganze Zeit hin und her und so weiter. Also es gibt da viele Möglichkeiten und ich denke gerade so dieser Minimalismus, wie man ihn viel sieht, auch so bei Instagram und so, ist natürlich schon so eine privilegierte Sache, wo man eben dann auch das Geld dafür haben muss, um diese Ästhetik zu erreichen. Es gibt aber natürlich noch viel mehr Möglichkeiten und es gibt auch, glaube ich, ganz viele Leute, die mit dieser Ästhetik gar nichts am Hut haben, die aber total nachhaltig leben, ohne dass sie das wirklich so forcieren, einfach weil sie ihre Sachen einfach ewig haben. Die haben ihre Möbel schon ewig lange, die haben ihre Klamotten schon ewig lange. Die kaufen sich, wenn sie was Neues kaufen, dann vielleicht nicht irgendeine schicke, nachhaltige Brand, aber trotzdem irgendwie was, was sie lange behalten. Und andere, die sagen halt, ja, ich kaufe ja nur Fair Fashion, haben aber trotzdem den ganzen Kleiderschrank voll, was nichts Schlimmes ist, weil ich meine, klar, wenn man gerade auch hier als Influencer, ich habe auch viele Produkte, weil ich natürlich die ja auch, das ist ja Teil von dem Job, dass man natürlich auch Produkte präsentiert. Und dass man natürlich auch konsumiert. Und das ist ja auch gar nichts Schlechtes dran. Also so dieses, du darfst irgendwie keinen Stuhl und keinen Schrank haben. Irgendwie, weißt du. Und ich finde das auch, ich habe ja schon mal gesagt, mich stresst auch so dieser super clean Look. Ich mag das gar nicht. Ich mag das gerne schön bunt. Aber zum Beispiel unsere Deko, das ist ja jetzt nichts, was wir jetzt irgendwie ständig neu kaufen. Das sind einfach Sachen, die ich mit meinem Kleinen gebastelt habe und so. Und das ist zwar nicht diese clean Ästhetik, aber es ist trotzdem schön und gemütlich. Und es ist nichts, was wir in dem Sinne konsumiert haben. Und ja, ich finde das einfach dieses Thema. Und ich weiß, viele von euch, die interessiert das auch gerade dieses Thema Slow Living, Minimalismus, das hängt schon ein bisschen zusammen, aber für mich ist das einfach eher auch so, Minimalismus ist ja nicht nur Konsum, sondern es ist ja so viel mehr, Minimalismus ist ja auch, und auch dieses Slow Living Thema, das ist so ganzheitlich, das ist so viel mehr, das ist einfach wirklich ein Mindset, eine Art zu leben, einfach glücklicher mit weniger zu sein, glücklicher mit kleinen Dingen zu sein und nicht immer höher, schneller, weiter. Und es ist so, bei Instagram, es gibt so verschiedene Bubbles. Das eine sind halt diese so hardcore minimalistisch, weniger, weniger, weniger. Dann gibt es die anderen, die natürlich hier mein Haus, mein Auto, mein Boot, und man fühlt sich irgendwie immer schlecht, weil man da nicht so rankommt und weil man nicht da so mithalten kann. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, da habe ich mir so ein bisschen drüber Gedanken gemacht. Ich finde, es gibt einfach viele Möglichkeiten, wie man das leben kann und wie man sich einfach auch inspirieren lassen kann, auch vielleicht auch von Leuten, auch von der älteren Generation, wenn ich so denke, meine Omi oder so, die hat jetzt nicht gesagt, oh, ich bin Minimalistin, ich kaufe nur Fair Fashion, ich mache nur das und das, sondern das war einfach irgendwie so drin, dass man nichts wegwirft, dass man nachhaltig lebt und ja, das spart einfach auch Geld und das ist das Grundding. Dass man eben auch einfach versteht, dieses ganze Zeug war ja auch mal irgendwann Geld und Geld ist Zeit. Und wenn wir achtsam mit unserer Zeit umgehen, wenn wir achtsam damit umgehen, welche Menschen wir in unser Leben lassen, was wir so konsumieren, dann haben wir zwangsläufig auch mehr Zeit in unserem Leben, sind weniger gehetzt, sind weniger gestresst und es ist einfach so ein schönes Thema. Und ja, ich möchte einfach in Zukunft wieder mehr zu diesem Thema teilen und wollte ein bisschen so Gedanken teilen. Mein Akku ist jetzt leer, ich werde mich jetzt auch verabschieden. Ich nutze die Zeit, solange Oma da ist, um das Video zu schneiden für euch und freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Schreibt mir das gerne mal in die Infobox, was so eure Gedanken dazu sind. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.